Wie geht's jetzt weiter? Vielleicht hier? Oh, wie praktisch. Alter, for coolness. Das war steiler, als ich dachte. Du denkst zu viel. Hey, seht mal, wenn so ein Blechklotz uns angreift, sehen wir vermutlich ziemlich alt aus. Solche Kampfroboter werden gegen riesige Bestien eingesetzt. Scheint das neueste Modell zu sein. Falls wir dem mal begegnen sollten, bleibt uns nur eins. Die Flucht. Zum Glück hält er noch seinen Mittagsschlaf. Hast du von den Shinra-Waschlappen erwartet? Die Schüsse haben sich aber erst bei Gelegenheit die Flucht ergriffen. Das schaffst sogar du. Volle Konzentration. Genug. Das ist Gebet. Nicht wirklich. Nur noch ein Stück. Dieser Geruch erweckt Erinnerungen.
stürzen. Jetzt hab ich hier das Schatz. Unten bleiben, Abschaum. Ein bisschen mehr zu tun. Ja.
sie alle. Ich hasse sie alle. Alles klar? Oh. Tifa. Hm? Was ist mit dem Timer? Der hat nichts zu melden. Diesmal zündet das Baby ferngesteuert. Dafür hat Jesse gesorgt. Wir bringen uns in Sicherheit und dann klick! Kawum! In Sicherheit? Wo immer das ist. Wir nehmen den Weg, den wir gekommen sind. Zurück zum Haupteingang. Oh. Hey, Moment! Warte! Das Timing ist zu perfekt. Also werden wir wirklich beobachtet? Euer Gastgeber ist niemand Geringeres als der Leiter der Sicherheitsbehörde und Generalmobilmacher. Der große Heidegger. Der Anführer Ihrer Armee. Fühlt euch geehrt. Eure perfiden Machenschaften werden nämlich gerade live in ganz Midgar übertragen. Was geht hier vor? Wir berichten live von Reaktor 5. Nach Analyse der Anschlagsdrohung vermutet der Shinra-Konzern, dass dieser Reaktor das Ziel sein wird. Die Täter wurden bereits lokalisiert. Man arbeitet fieberhaft an ihrer Festnahme und der Bombenentschärfung. Zu den betroffenen Gebieten. Live aus den Slums von Sektor 5. Als Reaktion auf die neueste Anschlagwarnung... Sind wir euch eigentlich völlig egal? ...des Shinra-Konzerns eine sofort... Mach schon, ihr Scheiß! Mach schon! Nach dem verheerenden Anschlag auf Reaktor 1 reagierte die Bevölkerung mit großem Hass... Fass die Terroristen! ...auf die Täter und ihre Motive. Fass die Terroristen! Direktor Shinra verspricht, die Bürger vor allen Gefahren zu schützen und Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Also dann, die zu Recht aufgebrachten Bürger Midgars haben eine besonders unterhaltsame Vorstellung verdient. Mit einem spannenden Der Blechklotz! Unser neuester Genie schreit ein fulminantes Waffensystem. Der Airbus verwirrt ein Exempel an der Stelle hier. Bericht des Wartungstrupps. Der Airbus ist im Augenblick zu 60% bereit. Wir brauchen länger als erwartet. Wir sind auf Sendung. Befehl an das Sicherheitspersonal. Die Eindringlinge sind umgehend festzunehmen und zur Brücke zu führen. Wiederhole! Los!
Schnauze halten! Momentan läuft alles nach Shinras Plänen, was? Ja, die Mistkerle manipulieren die Nachrichten nach Lust und Laune. Nicht mehr lange. Ja, wir haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ein Exempel statuieren? Ha! Wir werden den Robo zerlegen, auf das Shinra sich in Grund und Boden schämt. Ja, machen wir. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Eine Horde des Darkseid! Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Ich wiederhole. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Liefert das umgehend ab! Der Stabschef wartet nicht gern. Fracht verladen. Ebene B8, Transport starten. Okay, sind bereit. Alarm! Festnehmen. Ich bin bereit. Okay. So, dann lasst uns mal gucken, was die Kerle hier getrieben haben. Barrett, Cloud! Was hast du da aufgehoben? Eine Schlüsselkarte. Ja, kann man nie wissen. Sie befördern die Komponenten des Roboters über ein Liftsystem. Gut zu wissen. Dann lasst uns mal dazwischen funken. Die Fracht könnte zum Beispiel verschwinden. Wie willst du das anstellen? Mit dem Steuerpult des Lifts. Meinst du vielleicht das hier? Warte, Cloud! Wir wollten die Typen doch ärgern! Lässt sich der Lift bedienen? Mit einer Schlüsselkarte. Die hätten wir ja. Hier steht was von M-Einheit. Ist das eine Komponente von ihm? Ja, eine Booster-Einheit, die mit Materialösung befüllt ist. Kannst du was drehen? Ich lenke den Lift zur Entsorgungsstation um. Die M-Einheit wird entsorgt. Das wird dem alten Heiliger ganz sicher nicht schmecken. Klappt ja prima. Okay, weiter geht's.
die uns jetzt gerade wohl auch beobachten? Du hast Heidegger gehört. Live-Übertragung. Das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Grinst einfach nicht. Transport von B7 initiiert. Verstanden. Die Fracht aus B8 ist noch nicht hier und die Funkverbindung ist abgebrochen. Überprüf das. Eindringlinge! Ergreift sie! Hier ist Ebene B7. Wir nehmen die Kampfhandlungen auf. Wir brauchen mehr Zeit. Haltet sie irgendwie auf. Ich bin hier. Jawohl. Hier gibt es zwei Lifte samt Steuerpulten. Toll, dann können wir uns ja richtig austoben. Aber nur mit Schlüsselkarte. Für den Lift wird eine Schlüsselkarte benötigt. Die Konsole ist zum Öffnen des Ausgangs. Für den Lift wird eine Schlüsselkarte benötigt. Hey Leute, hört mal alle. Alles, was Shinra euch erzählt, ist gelogen. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Und Shinra schlürft einfach alles weg. Aus diesem Grund. Barrett, was ist denn in dich gefahren? Na, wenn die schon alles übertragen, sollten wir die. Glaubst du, die lassen den Ton laufen? Alles verladen? Jawohl, Sir!
Die Eindringlinge sind hier! Schnappt sie euch! Die Gehufen sind in Ebene mit 6 eingedrungen! Wir greifen an! Verdammt! Weitere Verzögerungen können wir uns nicht leisten! Doch dafür, dass die Fracht hier ankommt! Kein Problem! Wir kümmern uns darum! Eine Karte gefunden? Nur eine. Dummerweise gibt's aber. Die Qual der Wahl. Dieser Lift transportiert... So ein Kern erhöht die Rechenleistung. Das ein riesiger Gegner und schnell noch dazu? Dieser Lift transportiert etwas, das sich... Hieß früher mal großer Bomber. Mit anderen Worten, Munition. Die Gigabombe wird entsorgt. Tolles Gefühl. Wo ist diese Entsorgungsstation eigentlich? Irgendwo hier im Reaktor. Echt? Und da landet das Zeug des... Gut möglich. Dann sacken wir es ein. Spricht nichts dagegen. Wir müssen die Station nur finden. Der Lift hier ist für eine Gigabombe, wie wir uns auch entscheiden. Die Gigabombe. Die Shinra-Deppen werden ganz schön blöd aus der Wäsche gucken. Mal sehen, wer hier am Ende ein Exempel statuiert. Bist ja blendend gelaunt. Na, ganz Midgar wird dabei zusehen, wie Shinra sich bis auf die Knochen blamieren. Die Spinner nehmen uns die Arbeit praktisch ab. Kommt jetzt etwa ein... Von mir aus gern. Darf ich bitten? Danke. Verzichte.
Erbitte umgehend Ersatz aus Ebene B5. Roger! Die Eindringlinge! Drängt sie zurück! Mein Einsatz, es ist aus. Das wird so nicht. Los geht's. Es ist auf. Einfacher geht's nicht. Dann mal weiter. Was wird? Es gibt insgesamt 4 Lifte. Wir brauchen mehr Schlüsselkarten. Eine Gigabombe. Wirf weg, was den Hobo am... Die Gigabombe wird entsorgt. Das wird dem alten Heidegger ganz sicher nicht schmecken. Dieser Lift ist für den KI-Kern. Der KI-Kern wird entsorgt. Das verschafft uns etwas mehr Zeit. Ob wir es jetzt leichter mit dem Roboter haben? Haben jedenfalls getan, was wir konnten. Ganz genau, das haben wir. Und jetzt wird der Blechklotz auf den Schrottplatz verfrachtet. Wir sind fast draußen. Tiefer. Jederzeit. Okay, machen wir mit... Ja. Jetzt zeigt sich, ob unsere Aktion ein Erfolg war.
Blechklotz, wir kommen! Runter müssen wir nicht. Statusbericht. Munition fehlt. Wir suchen nach einer Lösung. Beeilung. Heidegger hasst warten. Noch nicht fertig. Eindringlinge! Auf Sie! Verschafft uns noch etwas Zeit! Heidegger hier. Wie ist die Lage? Der Staatschef, wir brauchen keine Zeit! Wir kämpfen mit allen Mitteln gegen die Eindringlinge! Kein Problem. Nicht in hier, Bastard. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich denke, es macht einfach. Wenn wir mit euch fertig sind, hat der Herr das dann nichts mehr zu tun. Bis hier unter Wasser. Hier zeig ich. Bis hier unter Wasser. Das habt ihr davon. Seht mal. Das ist eine Art Statusreport dieses Roboters, oder? Im Kampf werden sich seine Schwachstellen zeigen. Wir müssen nur die Ruhe bewahren. Wir sollten uns eine Siegerpose ausdenken. Vielleicht starten wir einen neuen Trend. Ohne mich. Oh. Besser Gasse? Die Röhren kommen wir wohl nicht wieder rauf. Gibt schon einen Weg. In die Höhle des Löwen. Den wir natürlich besiegen werden.
klar. Ich bin bereit. Blechklotz. Genau, mit Avalanche ist nicht zu spaßen. Jetzt dauert's nicht mehr lang und wir sind wieder zu Hause. Glaub mir, das schwöre ich. Ja, Marlene wartet schließlich. Bestimmt, sogar auf Cloud. Hm? Wenn er nicht so grantig ist, vielleicht. Kommt auf die Kohle an. Wartest du? Öffne die Tür. Die ist verriegelt. Gibt's einen Weg, sie zu... Ja, von dort drüben. Langsam geht Shinran hier echt ab. Da hinten ist übrigens auch die Entsorgungsstation, wie's scheint. Du meinst die, wohin wir die Roboterteile geschickt haben? Ach, die Schatzkammer. Da will ich nichts gesagt haben. Wie lässt sich die Tür öffnen? Denkbar einfach. Man muss nur die Hebel da gleichzeitig umlegen. Ich nehme die mittleren. Und ich den hier. Bleibt noch der da für dich. Die Notfallsperre ist momentan aktiv. Wir müssen die Hebel also gleichzeitig umlegen, ja? Okay, alle auf mein Kommando. Überlass das mal tiefer. Was soll das heißen? Na, wer wird denn hier streiten? Also gut. Eins, zwei... Die Notfallsperre wurde aufgehoben. Ha! Gleich auf Anhieb Wir sind halt ein Team. Fantastisch, das war... Allerdings... Lasst uns ruhig auch mal einen Blick in die Schatzkammer werfen. Kinder, jetzt Hagelsgesch... Wenn du reinkommst. Verriegelt? Ja, mit höchster Sicherheitsstufe. Was heißt das konkret? Dasselbe Spiel wie gerade. Nur mehr... Ha! Ja, versuchen wir's. Aktuelle Einstellung, maximale Sicherheitsstufe. Barrett Cloud? Richtet euch genau nach mir, okay? Also gut, dann... Warte auf Tifas Zeichen. Ja, ja, schon klar. Leg los, Tifa. Also gut, es geht los mit der ersten Kombination. Eins, zwei... Sicherheitsstufe 1 aufgehoben. Das war super, ihr beiden. Immer weiter so. Okay, nächste Runde. Eins, zwei... Oh! Nicht so hektisch. Wir schaffen das. Eins, zwei... Sicherheitsstufe 2 aufgehoben. Super! Ich glaube, ihr habt den Dreh raus. Na sicher doch. Um Shinra 1 auszuwischen, würde ich alle Hebel der Welt in Bewegung setzen. Die Hälfte wäre geschafft. Jetzt kommt der Endspurt. Eins, zwei... Sicherheitsstufe 3 aufgehoben.
Absolut spitze. Uns hält nichts auf, was? Nur noch eine Kombination. Jetzt bloß nicht schwächeln. Eins, zwei. Sicherheitsstufe 4 aufgehoben. Entsorgungsstation wird entriegelt. Haha, jetzt wird die Kuh ordentlich gemolken. Das ging schneller, als ich dachte. Gute Arbeit, Leute. Verdanken wir ausschließlich deiner guten Führung. Ach, hör doch auf, das bisschen zählt. Shinra! Oh, ich sehe das Funkeln von Mako in deinen Augen. Du bist ein Soldat, nicht wahr? Ich war ein Soldat. Soldat ist man auf Lebenszeit. Nur ist die für euch ja eher kurz. Die meisten von euch sterben nämlich relativ früh, weil ihre Zellen schneller degenerieren. Details sind unter Verschluss. Aber jeder Soldat weiß von seinem Schicksal. Natürlich. Hey, wir sind auch noch da! Ja! Ich lasse dich lieber gar nicht erst zu Wort kommen. Du redest mir zu viel. Ihr lasst mir ja keine Wahl bei all dem dämlichen Bockmist, den ihr täglich verzapft. Nichts hat zu klagen. Welch gotterbärmliche Zeitverschwendung. Ja, Verschwendung. Das ist ein gutes Stichwort. Mako wird aus dem Lebensstrom gewonnen. Der aber ist für den Planeten existenziell. Wie ihr mit der Lebenskraft dieser Welt umgeht, ist Verschwendung! Was soll das bloß für ein Ende nehmen? Hä? Es sind tatsächlich wir, die das Mako fördern. Aber wer nutzt es denn Tag ein Tag aus? Ihr alle wisst, woher das Mako stammt. Und doch wollt ihr auf den Fortschritt nicht verzichten. Sag mir, dass es nicht so ist. Was für ein Schwachsinn! Und selbst wenn es so wäre, dann nur wegen eurer verdammten Blenderei!
Wir schenken den Leuten reinen Wein ein. Freut euch, kleine Narren aus den Slums. Denn von heute an seid ihr Agenten aus Wutai. Stachelt die Kriegslust unseres Volkes an. Wutai? Was soll der Scheiß? Das ist zu hoch für euch, dämliche Schatten. Was soll das werden? Ihr Narren, ihr habt das Heft schon seit langem nicht mehr in der Hand. Ihr habt uns vielmehr in die Hände gespielt bei unserer sorgsam geplanten Kriegsagitation. In diesem Sinne, ich bin dann also frei. Mit Dank von Shinra. Du Drecksack! So. Die Vorstellung hat begonnen. In den Hauptrollen die Feinde mit Gas Everett. Niedere Handlanger der Rebellen aus Wutai. Wir werden euch hier und heute unschädlich machen. Sie alle. Damals konnte ich nichts für sie tun. Cloud! Träum hier nicht rum! Wir brauchen dich jetzt. Cloud! Alles klar? Ja! Und bei euch? Die Unterschiede bereit! Das Wolle soll euch deine Fabrik! Kannst du dich nicht mehr bewegen, Cloud? Der Blechklotz wird sich nach oben gucken. Zu nachlässig. Neuer Versuch. Volle Konzentration. Los. Das wird so nichts. Ihr von Shinras neuestem Genie-Streit auch so begeistert?
Ich übernehme. Lass mich mal. Überlass das mir. Ich mach das. Los geht's. Das wird so nichts. Ihr kriegt zu schnell den Löffel am Bürger. Der Ehrmaster soll doch zeigen können, was er drauf hat. Verschwende!
Alles in die Luft! Kümmere dich um Tifa! Danke für alles. Red doch nicht so, als wäre alles schon vorbei! Klaus! Ja. Weg hier! Bist du okay? Hörst du mich? Ja. Damals sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Damals? Wie ist es diesmal? Kannst du aufstehen? Diesmal? Vergiss es. Konzentrier dich jetzt erstmal nur auf dich selbst. Also,
Schaffst du es? Kannst versuchen. Und? Vorsicht. Langsam. Ganz langsam. Brauchst du mir nicht sagen. Hey. Wer bist du? Wer ist das? Ich bin dein Herr und Gebieter. Hallo? Komm, Cloud. Es gibt viel zu tun. Alles in Ordnung mit dir? Willkommen zurück. Na, wieder wach? Wer bist du? Aeris. Und du? Wie heißt du? Ich bin Cloud. So trifft man sich wieder. Kennen wir uns etwa? Was? Du erinnerst dich nicht? Komm schon, die Blume. Ah, das Blumenmädchen. Ah, wo bin ich? In der Kirche der Slums, Sektor 5. Du bist einfach so vom Himmel gefallen. Das war ein Schreck. Du hattest Glück, du bist auf meinen Blumen gelandet. Hä? Gut, was? Das sind deine Blumen? Tut mir leid. Mach dir nichts draus. Die Blumen sind hart im Nehmen. Dieser Ort gibt ihnen nämlich Kraft. Hey, Cloud, du hast was verloren. Oh. Ich habe auch so eine. Materia sind ja auch nicht wirklich selten. Aber meine ist etwas ganz Besonderes. Sie ist nämlich vollkommen nutzlos. Du weißt nur nicht, wie man sie benutzt. Kann schon sein. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich fühle mich sicherer, wenn ich sie bei mir trage. Meine Mutter hat sie mir nämlich gegeben. Hey, das ist schon unser zweites Treffen. Zeit, sich besser kennenzulernen.